Ich hatte einen Traum. Schon als Kind wollte ich Ärztin werden. Borchardt, lösen Sie den Posten Ausguck ab, ja? Ich sah mich in fremden Ländern, wie ich anderen in großer Not half. Wir waren ja auf so einem Schiff der polnischen Handelsmarine. Das war schon sehr beeindruckend. Das war ja mit einer Originalbesatzung dort. Und wenn die dann vor Ort hoch sind an die Takelage und ihre Übungen machen mussten, also mir wurde da schwindelig. Ich habe da wirklich großen Respekt und könnte das nie im Leben. Und man sieht, wie gefährlich und wie anstrengend und wie stressig so eine Ausbildung und so ein Job natürlich auch sein kann. Einfach war das ein total besonderes Erlebnis. Es wurde in Polen gedreht. Wir haben auf offener See gedreht, auf einem Segelschiff gedreht. Das waren alles einfach so Fakten, die total besonders waren. Ja, was ich halt extrem krass fand irgendwo persönlich war, dass der Körper halt sehr spät erst relativ weit vor Helgoland ja irgendwo gefunden wurde. Und auch die Umstände daran fand ich ja fast schon mysteriös. Also anders kann ich das nicht sagen. Also was ich ganz besonders finde, ist, dass Jennys Eltern da sind. Das hat mich sehr berührt gerade. Das ist auch ein Unterschied zu allem, was ich bisher gemacht habe. Und das realisiere ich jetzt gerade tatsächlich. Ja, dass es Realität ist, die wir da verfilmen. Und dass all diese Aufgeregtheit, womit man dann in so ein Kino geht, wenn man den Film das erste Mal sieht, dass es alles nicht wirklich wichtig ist.